Zurückbleiben, bitte. Ja, moin. Herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Italien-Videoblogs. Und ganz offensichtlich geht es heute um den öffentlichen Nahverkehr in Rom. Und wir fahren gerade Richtung Klaus. Zurückbleiben, bitte. Moin, Klaus. Anni, guten Morgen. Na, was ist eigentlich genau deine Aufgabe hier an diesem Italienabschnitt? Ich versuche, die römische Straßenbahn zu bauen. Okay. Mit allem, was dazu gehört. Und was unterscheidet jetzt die römische Straßenbahn, sagen wir mal, von einer Frankfurter Straßenbahn? Also in Deutschland ist alles ganz klar gegliedert. Da haben sie ihre Standardmasten und so weiter und so weiter. Okay. Zum Beispiel für die Oberleitung. Das ist in Italien völlig anders. Die benutzen irgendwie alles. Das ist auch egal, ob da ein historisches Gebäude steht oder nicht. Da wird ein Loch reingebohrt, Kabel reingehängt, fertig. Okay. Irgendwie gibt es keine Regeln. Also kein vernünftiges System. Ihr habt ja oben eine voll funktionsfähige Straßenbahn. Ja. Die könnte man ja auch, sag ich mal, rein theoretisch verwenden, oder? Wir haben oben in Hamburg eine Straßenbahn, ist richtig. Aber die hat einige Fehler. Zum Beispiel haben wir ganz normale Standardgleise genommen und haben da Pappstreifen reingeklebt. Die lösen sich aber mit der Zeit und dann bleiben die Züge dran hängen. Ja. Das ist etwas ungünstig. Ja, und das hier stimmt. Versuchen wir halt so ein bisschen perfekter zu werden. Wenn es geht, ganz perfekt. Das heißt? Also wir benutzen keine Standardschienen, sondern wir nehmen Polystyrol, fräsen uns zwei Nuten rein, wie hier, und kleben dann die Schienenprofile rein. Was wir hier gemacht haben, das war ja nur, um auszuprobieren, ob wir es überhaupt hinkriegen, weil vollkommen anderes Material als in Hamburg. Ja. Und ob das auch über lange Zeit funktioniert, zuverlässig funktioniert. Das ist wichtig. Ja, also ihr habt ja jetzt hier schon eine Straßenbahn stehen. Ja. Die fährt auch, oder? Die fährt auch. Die ist schon hier eine Woche rumgefahren. Ach komm, okay. Problemlos. Tatsächlich. Und wie man sieht? Sie fährt. Sie fährt. Ja, wunderbar. Das läuft jetzt hier wohl ziemlich gut, würde ich sagen. Und ich denke, ihr könnt das ja jetzt auch so einfach mal auf Rom übertragen. Oder nicht? So einfach geht das nicht. Wir haben in Rom Trennstellen, Stoppstellen, Bremsstellen. Wir haben auch einen Haltepunkt, wo die eben langsam runtergebremst werden muss und so weiter. Also da ist schon eine deutlich größere Herausforderung. Okay. Ach, hier sind jetzt gar keine, sag ich mal, Stopppunkte eingesetzt? Nein, sind nicht. Brauchen wir nicht. Hier ging es uns rein um die Mechanik. Okay. Ob das funktioniert. Ob wir die vernünftig reingeklebt kriegen, die Schienen, damit sie auch immer den gleichen Abstand haben. Und ob die Züge dann eben vernünftig drüber fahren. Darum ging es uns hier. Okay. Was muss für Rom denn noch gemacht werden? Diverses. Also es müssen noch Trassen geklebt werden. Ein Teil liegt. Okay. Trassen geklebt werden. Und wir müssen die Schienen noch vorbereiten. Ja. Die werden ja noch gerostet. Das muss noch getan werden. Das werde ich morgen machen. Wenn du Lust hast, kannst du mir morgen dabei helfen. Alles klar. Nun denn. Gleise. Rohlinge. Mhm. Den schmeißen wir weg. So. Da es die Profile nicht einzeln gibt, müssen wir uns die halt selber besorgen. Okay, die Verbindungsdinger. Genau, abgenommen. Und dann gießt du einfach einen Daumen. Vielleicht versuche ich mich mal hier an diesem Mach Gleis. Das. Ich danke. So. Das Ding hast du abgemacht. So. Wie viel müssen wir denn da jetzt von machen? Bis es reicht. Es fühlt sich so an, als würde ich das schon Jahre machen. Ja. Die ist ja jetzt noch ein bisschen zu clean und deswegen werden die jetzt gefärbt. Klaus, warum müssen die eigentlich gefärbt werden? Weil eine Schiene nie so sauber aussieht. Die Schienen sind alle verrostet. Ja. Alle, durch den Betrieb, ist ganz normal. Die werden ja auch nicht mit Rostschutzfarbe gestrichen. Und wir machen das vorher. Wenn wir die einkleben, wäre das viel zu schwierig, dann würden wir die Straßen wieder mit anmalen. Ja, deshalb machen wir es vorher. Ja, dann machen wir die Dinger mal an. So, die sind fertig. Jetzt können wir die eigentlich einbauen. Ja, dann machen wir das. Gibst du mal die Schienen rüber? Ja, klar. Und jetzt müssen wir die Schienen einpassen. Ja. Das ist das, was am fummeligsten ist. Dann wir haben hier Isolierstößel. Kannst du mal gucken.
dazwischen, die sind reingefräst. Ja. Und wenn wir die Schiene jetzt so reinlegen würden, ja, dann wäre der Abstand sehr weit. Deshalb schneiden wir von unten ein bisschen was weg und kommen wir dichter zusammen. So, jetzt sind wir erheblich dichter. Bist du? Jetzt nehmen wir einen Stift. Ja. Gucken unter der Anlage, wo der Spand ist. Ja. Damit wir dann mit dem Kabel nicht drauf landen. Alles klar. Kleine Markierung. Mhm. Ja. Ein bisschen ausweiten das Ganze. Ja, damit die Lötstelle, die wir hier drauf machen, ja, der Lötpunkt, ja, ein bisschen Platz hat. Ah, alles klar. Ein paar Millimeter Spiel. Und jetzt kommt die Lötung. Genau. So. Wie du siehst, passt es. Perfekt. Können wir einkleben. Ja. Nochmal raus. Ja. So, Wahnsinn. Drin. Und das? Und das Ganze machen wir jetzt ungefähr 800 Kilometer lang. Wahnsinn. Das alles für wirklich nur eine einzige Schiene. Für die Hälfte quasi. Für die Hälfte. Ja. Viel Zeit. Schienen sind drin, war ein langer Weg, aber wir haben es geschafft. Ja, sieht sauber aus. Finde ich auch. Sieht echt richtig gut aus. Und ich denke mal, zu einer Straßenbahn gehören ja wohl auch noch Oberleitungen dazu. Das wird ja auch noch drauf kommen, oder? So ist es. Zwischen den Häusern kein Problem. Die Häuser stehen nicht. Also da kommt später, wenn die Häuser stehen, machen wir es. Für die Brücken müssen wir ein bisschen was Spezielles haben. Es gibt nichts zu kaufen. Okay. Müssen wir selber bauen. Ich habe auch eine Idee. Ja, dann lass uns gucken. Machen wir. Da sind wir. Stell mal hin. Ich stelle. Anstecken auch? Steck mal rein, ja. So sollen die aussehen. Mhm. Den hatte ich schon mal gebaut. Okay. Irgendwann. Ist echt schön geworden. Ich habe großes Vertrauen in dich. Du wirst das schon machen. Ja. Gut, schauen wir doch mal. Ja. Werkzeug haben wir hier, alles. Kann losgehen. Gut. Hier Schnipp. Und das ist, was ist das jetzt hier für ein Material, was du jetzt hier verwendest? Der Mast selbst ist Messing. Das sind verschiedene Stärken. Ja. Weil die Originalmasten auch so dreifach abgesetzt sind. Also die werden nach oben immer dünner. Okay. Und der Ausleger ist eben nochmal eine andere Stärke. Und die hast du jetzt hier in der Mitte auch zusammengelötet? Ja. So wie ich das jetzt da sehe? Die habe ich auf die Drehbank genommen, von oben Loch eingebohrt, dass ich den reinstecken kann. Okay. Das haben wir mit dem genauso gemacht. Dann haben wir ein bisschen mehr Stabilität. Ah, okay. Eingelötet. Also, super, dann sind die auch richtig fest. Ja. Im Prinzip und schon fast fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Farbe. Aber ich finde, der sieht ja so auch schön aus. Ne? In Messingfarben. Ja, bloß die stehen nicht im Messing. Die sind alle grau. Die Masten sind grau. Ja. Das heißt, du kolorierst den dann genau noch. Okay.
fertig. Jetzt können wir die restlichen bauen. Ja. So soll das aussehen. Und dann gehen wir wieder nach Rom und bauen die ein. Ja. Dann. So machen wir das. Ich habe hier schon 3 fertig. Sehr schön. Kann sich nur noch um Tage handeln. Ja, super. Hängen wir den mal weg zum Trocknen. So, wir sind jetzt in Rom wieder angekommen. Wir haben die Masten fertiggestellt und sind doch einige Tage vergangen. Und ich habe mich leider auch ein bisschen erkältet. Deswegen gebe ich das Wort jetzt mal auch an Klaus. Und bitte. Was soll ich dazu sagen? Wir bauen die Masten ein. Machen wir. Nur als Stellprobe? Ja. So, zweiter Mast. So, hier haben wir übrigens Gewinde genommen, Gewindehülsen. Ja. Weil die Füße von den Masten viel zu groß wären. Ja, so können wir ein bisschen Platz sparen. Ja. Ja, können auch die Fußgänger vorbeilaufen. Genau. Hängen wir mal ein zur Probe rein hier. Und so sehe es aus. Fertig. Fertig. Ja, das sieht echt stark aus. Wirklich. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ja, naja, fertig ist übertrieben. Wir haben noch ein paar, die fehlen da noch, wie du siehst. Ja, nur so ein paar. Ne? Aber ich meine, nur alleine für diesen Abschnitt, das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ich meine, wenn ich jetzt mal aus dieser Perspektive hier schaue, ne? Also wenn ich jetzt hier ein Fußgänger wäre oder so und ich schaue da hoch, könnte ich fast meinen, das sieht echt aus. Das gefällt mir sogar. Was meinst du denn wegen den Straßenbahnen? Meinst du, die fahren? Ich denke mal schon. Wir probieren das einfach aus. Dann werde ich mal zum Regler rübergehen. Okay. Und werde ihn mal fahren lassen. Und dann werden wir sehen, was unsere Problemstellen so machen. Jo. Jo. So, dann starten wir mal. Sie fährt. Ja. Und jetzt kommen die Problemstellen. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich guck mir das mal hier an. Läuft. Ja, das ist wirklich sensationell, was hier für eine Arbeit drin steckt. Alleine diese kleinen Masten, das sind alles einzelne, 10 einzelne kleine Teile. Wir haben die Oberleitung, die einfach sowas von filigran ist. Wir haben 100 Meter Gleise komplett selbst gebaut. Also man kann wirklich gespannt sein, wie das ganze Ding dann hier aussieht, wenn es fertig ist. Und natürlich die Bahn, die gerade eben vorbeigefahren ist, das ist nicht die Bahn, die hier dann irgendwann mal fahren werden, sondern es soll natürlich auch typisch italienische Bahn sein. Aber momentan ist es noch ein bisschen schwierig, diese Hersteller zu finden. Und man kann nur abwarten, was denn kommt. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.